Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GTA New Horizon. Ja, wir wollen heute auf jeden Fall in den Twilight. Ich will auf jeden Fall meine Base bauen und ich brauche noch eine Maschine. Die drei Kleinigkeiten gibt's zu tun. Lasst uns loslegen. So, und zwar, ich bin momentan auch schön brav dabei, weil ein paar Tools brauche ich auch noch. Ich wollte es den nur noch komplett mal so laufen lassen. Das sind jetzt, glaube ich, 51 Stück, was ich durch habe. Also ich habe jetzt schon fast meine 10%. Ja, also das heißt, ich hätte jetzt der dann noch mal eigentlich noch mal 13. Also da wäre auf jeden Fall Minimum ein Sechster rausgekommen, wenn nicht sogar noch ein Siebter. Und dann wären wir definitiv im Fluss gewesen und wir haben ein bisschen Anti-Money-Dust. Das ist nämlich das, was wir wollten. Die Quest werde ich nicht abschließen können. Ich habe mir mal gerade einen Kabelbing gemacht. Die Quest hier werden wir nicht abschließen können. Dafür haben wir zu wenig Blei. Aber dafür gehen wir in Twilight. Aber, und ich musste ein bisschen fleißig sein, weil ich will ein bisschen Kisten wegkriegen. Ich brauche aber noch mal ein normales Zahnrad. Das machen wir auch noch schnell. Ich weiß, ich und schnell. Aber in der Zeit, wo das läuft, da liegt nämlich schon ein bisschen was drin. Ich brauche nämlich jetzt nochmal vier Stahl. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig im Kopf habe. Die müssen wir auch im Polarizer schmeißen. So, da haben wir jetzt den zweiten. Da wäre sogar noch ein dritter da. Und hab ich jetzt alle drei? Nee. Ich habe die eine Platte noch nicht gemacht. Gott. 24 EU. Passt. Ist durch. So, das werden wir jetzt dann brauchen. Aber dafür brauche ich davor noch ein paar andere Sachen. So, das heißt jetzt also, wir gehen jetzt hier rein, wir gehen jetzt da rein, wir machen ein Small Iron Gear. So. Und jetzt wird es interessant, denn ich brauche Redstone. Und ich glaube, ein Redstone ist schon eine Zelle. Genau. So, diese Zelle, aua, packen wir im Assembler. Machen dich mal aus. So, dann brauche ich das, dann brauche ich das. Und ich brauche das. Und ich habe jetzt, ich schätze mal, ich brauche ein Circuit. Na, Blindy? Da ist er. Zaun hab. Ah, ich habe kein Kabel. Das ist super. Wenn es am Kabel scheitert. Hervorragend. Den Rucksack aber schon nicht mehr einstecken. Momentan ist es nur noch ein Tohuwabohu hier. Das muss unbedingt alles jetzt mal sauber gemacht werden. So, und ich brauche noch ein Circuit Nummer 1. Jawohl, und wir nehmen das ganze Zeug mal raus. Gut. Dann haben wir jetzt hier einen dritten Pisten. Und um das zu machen, brauche ich jetzt drei Drawer. Und zwar die Einser. Dann nimmt man auch immer das Material, was man am meisten hat. Dann mag ich die GT-Bäume. GT++-Bäume. So rum. So, dann lassen wir dich mal arbeiten. Das Rezept für, habe ich jetzt schon mal alle, das habe ich auch ein wenig umgebaut. Weil ich festgestellt habe, da kann ich ja die Upgrades nicht reinpacken. Warum, dass ich auch immer wieder gedacht habe, dass ich da Upgrades reinkriege. Oder ich habe mir auch schon was anderes gedacht. Ich habe jetzt dann hier sozusagen die Chests mit drin. Die kommen auf jeden Fall auch noch. Und hier drin habe ich jetzt meine Upgrades.
Storage Upgrades sind 3 Stück davon. 5 Eisenplatten, eine Eisenrod. So, ich brauche noch einmal Stahl, viermal das, einmal das. Muss ich nur die richtige Reihenfolge Obacht geben. Der läuft noch gemütlich. Braucht 16 EU. Lathe by Gold. Muss nachgucken. Braucht 7 EU. Das geht. Braucht nur ewig. Ah, oh, braucht doch 16 EU. So, das heißt, ich muss jetzt den dann, wenn der fertig ist, überreden, dass er gar nicht erst weitermacht. Dass der nicht einmal ihn macht. So, komm. Jawohl, er ist durch. Der andere hat 24. Okay, der geht jetzt dann gnauzen. Aber das Wichtige ist mal, wir haben unser erstes Rod. Unseren ersten Rod. So rum. Letzter Pisten. Kann der schon mal laufen? Braucht jetzt 24. Ach, stimmt ja. Ich habe ja mittlerweile zwei Engines da hinten stehen. Da hier haben wir überhaupt keiner rum. Außer Drake schmeißt noch einen dritten rein. Also dritte Maschine. Dann jammer darum. Und verstehe ich auch voll und ganz. So, und für den Alloy-Smelter, denn das ist nämlich die Maschine, wo ich bauen will, brauchen wir Copper-Cable. Vierfach. Das müssten wir auf jeden Fall haben. Denn wir wollen sozusagen jetzt davon langsam aber sicher weggehen, den Steam draußen zu verwenden. Der Steam wird es nämlich dann demnächst mal für was anderes gebraucht. So, dann haben wir, schauen wir mal, Alloy Smelter. Haben wir alles? Nein, ich habe kein Zinnkabel. Aber jetzt. So, gut. Dann heißt es, wir haben jetzt hier alles. Und dann schmeiße ich dich jetzt erstmal hier dran und ich kann mir auch mal meine Alloys hier machen. Was von Vorteil ist. So, dann brauche ich noch eine Stahlplatte. Haben jetzt die drei. Dann habe ich dich, dann habe ich dich. So, in der Zeit. Ihr müsst jetzt noch meine vier Circuits da haben. Genau. Oh, ja, genau. Jetzt fängt das Magenknurren an. Habe ich noch was zum Essen einstecken? Natürlich nicht. Fällt mir gerade wieder ein. Wo war denn der Trick beim letzten Mal? Genau, beim letzten Mal war er draußen gestanden und hat komische Bäume angeguckt beim Blätter despawn. Total spannend. Ja, habe schon gedacht, wir schlafen die Füße weg. Aber es hat sich gelohnt. Der fünfte Baum. Man glaubt es kaum. Der hat mir dann sogar zwei Silverwoods da gelassen. Greatwood habe ich auch. Machen wir es dann gleich. So, dann nehme ich noch vier Steaks mit. Und ich merke schon wieder, ich mache schon wieder gerade fünf Sachen gleichzeitig. Nein, ich wollte den Alloy-Smelter machen. Den Alloy-Smelter habe ich gemacht. So rum. Ich wollte hier weitermachen. Bin aber hungrig geworden. Genau. So, wir brauchen vier davon. Drei davon. Ich brauche meinen Goldrod, den ich nicht dabei habe. Hab ich.
Den kann ich jetzt auch laufen lassen. Ja, wie gesagt, wenn man den in der Maschine macht. Ach nee, haha. Das ist der hier. So, das und die Stahlplatte. So, dann macht man hier sich ein schönes Storage Upgrade. Das können wir auch gleich ins Lager. Weil im Lager bin ich gerade drüber, schöne Dinge zu machen. Genau. Also, nochmal. Also, Soundcraft habe ich gewartet und gewartet und gewartet. Ich habe es bekommen. Wir claimen unsere Sachen. So, dann gehen wir zurück. Wie gesagt, dann bei Stone Age, genau. Da habe ich nämlich immer wieder Straw gebaut, weil ich jetzt aufgeräumt habe. Ist jetzt nichts Großartiges, habt ihr ja gesehen, habe ich einfach nur rausgenommen. Wir claimen sie uns. So, dann gehen wir in Steam. Und zwar, man braucht Upgrading. Upgrade Template 3 Stück. Haben wir auch gerade gemacht. Oh, krieg gleich nochmal 6. Das ist super. Das heißt, da haben wir unser nächstes, da haben wir dann gleich die nächsten Upgrades. Okay, dann den Schlüssel. Den Schlüssel haben wir auch schon zusammen gemacht. Der kam jetzt dann sozusagen von der Hintertür dann rein. Wo einstecken habe ich ihn ja. Und dann brauchen wir die Upgrades. Einmal Eisen und einmal Gold. Und ich kann es ja leider nicht da reinpacken. Also klickt man da drauf und et voilà. Geht da einen in die Kiste auf. Und man freut sich drauf. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen jetzt erstmal rein ins Lager. Also, das kennt ihr. Das habe ich nicht, da habe ich nichts geändert. Dann habe ich angefangen. Das ist jetzt meine Holzlinie erstmal. Auch ganz einfach gehalten. Logs, Säpplinge, Blätter. Immer dasselbe. Andere Seite Holz, Holzprodukte, weil es gibt Fences in den Farben, also in jeweiligen Holz. Es gibt so viele Sachen, die wo es in dem Holz gibt, wie zum Beispiel auch diese ganz kleinen geschnittenen. Das kommt alles hier rein. Dann haben wir ja immer wieder mal so ein bisschen Platz. Da kommen dann andere lustige Dinge rein, die was mit dem Zeug hier zu tun haben. Zum Beispiel hier eventuell vielleicht sogar Blumen oder Beerenbüsche. Also man wird sehen. Hier habe ich Sticks, Kaktus und Sugarcane. So, bei dem da habe ich das große Upgrade schon drin. Aber das kommt jetzt nicht da rein, sondern ich mache jetzt den da rein und dich nach hinten. Ist es nicht viel? Fragt sich jetzt bestimmt jeder, warum macht der Stein? Es gibt Gründe. Genau. So, dann haben wir das alles abgeschlossen. Dann haben wir hier LV. Was habe ich jetzt im LV? Genau, da haben wir einen Aloysmelter. Jetzt kriegen wir das Futter, was wir vorhin uns vorne geholt haben. So, Forestry, genau. Dann haben wir hier den Grafter. Den claimen wir uns jetzt aber noch nicht, weil der einfach nur unser Inventar voll spammt. So wie das Essen auch gerade. Okay. So, aber wir müssen jetzt in Soundcraft, weil Soundcraft ist jetzt aufgegangen. Das hat man vorher alles nicht gesehen. Weil das musste man freischalten durch die erste Quest. Searching for Answers. So, und jetzt brauchen wir einen Quick and Dirty Portal Generator. Dafür brauchen wir ein Dia und vier Circuits. So, den Diamanten habe ich hier. Und die vier Circuits müsste ich hier haben. Ist zwar jetzt in dem Status, wo wir sind, ja, geht so. Und hier habe ich meine Münzen. Und so auch schön sortiert. Ja, also
Da kommen jetzt dann die ganzen anderen rein. Das sind also die Einser, Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausender. Und das in allen Varianten. Da kommen vielleicht dann die Herzen hin. Und falls es dann noch weitergehen muss, geht es dann noch weiter. Genau, ich habe dann auch die Reling noch weitergebaut, was ich noch übrig hatte. Dass wir da peu à peu jetzt die ganzen Sachen reinkommen. Wie gesagt, hier kommen jetzt dann. Hier habe ich jetzt mir dann schon vorgestellt, dass ich jetzt dann anfange, hier eventuell den ganzen Loot, Krams reinzumachen. Und hier hinten wird es dann losgehen, dass ich dann langsam anfange, die ganzen Dusts und die Erze und so weiter auch noch mit rein zu legen. So. Bowl of Rice. So. Genau. Dann haben wir jetzt den da. Und jetzt müssen wir nach vorne laufen. Ich habe meine Eimer dabei. Ich lese auch schön brav Kommentare. Also schreibt, ihr könnt schreiben, ihr könnt alles, fast alle, fast, also ihr könnt, fragen könnt ihr alles. Ob es beantwortet, ist die andere Frage. Aber wenn's normale Fragen sind, beantworte ich die beziehungsweise. Aber das seht ihr mal, wie weit ich jetzt schon voraus bin. Wurde ich auch gefragt, wie viele Folgen hast du denn schon? Kann ich euch nicht sagen, habe ich mal, habe ich glaube ich drunter geschrieben. Hochgeladen habe ich schon, ich glaube zu dem Zeitpunkt 3 oder 4 noch aufgenommen, viel mehr, aber noch nicht betitelt. Ich weiß, ich bin böse. So, dann brauchen wir ein bisschen Dirt. Das ist aber das, was wir hier en masse haben. Hätte jetzt zwar schon was gerne im Inventar, aber dafür brauche ich Alu. Und den habe ich nicht. Ich hoffe, dass das hier überhaupt so funktioniert. So, und dann brauchen wir jetzt aus der Abteilung hier. Hat doch Sinn gemacht, die 12 Stück mitzunehmen. Ich habe die Ecken vergessen. Ich bin mir nämlich sicher, ob es funktioniert, wenn nur innen drin die sind. So, und dann heißt es jetzt Blümchen an die Macht. So. Genau, dann ein super Kommentar. Bau dir doch eine Wasserquelle so ungefähr. Hab mal selber gemerkt. Ja, habe ich. Unendliche Wasserquelle. So, dann ist mir gesagt worden, man soll einen Eimer Wasser mitnehmen. Ja, Eimer Wasser ist immer toll. Nur man kennt mich, ne? Also ihr wisst selber, was ich für ein Inventarmessi bin. Da, wenn ich noch mehr mitschlepp, oh mein Gott, das kann nur nach hinten losgehen. So, dann haben wir Netherrack da, die Stonebricks. Ich brauche momentan keine Bücher. Ich brauche, lass mal das da. Die Zellen lasse ich auch da. Essen nehme ich mit. Den lasse ich auch da. Meine Schüssel geht auch bald kaputt. Das heißt, wir müssen da hinten auch nochmal eine Schüssel basteln. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Aber diese Funktion wird noch wichtig. Demnächst. So, Twilight. Twilight ist ebenfalls offen. Da gehen wir dann ganz zum Schluss rüber. Weil ich jetzt schon alles vorher aufgeräumt habe. Genau. So, dann haben wir nochmal Track Limits. Also Tracks. Genau.
Denn wir müssen jetzt anfangen, ein bisschen zu überlegen. Genau, beziehungsweise, nein, ich muss sofort in den Twilight Track. Du musst gleich in den Twilight und musst auch gleich wieder zurück, machst auch weiter. Du musst drüber die Quest abschließen. Die ist wichtig. Die Quest ist jetzt wichtig. Tschüss. Schau mal. Kriegt er einen Timeout? Lädt er den Twilight? Wo lande ich im Twilight? Werde ich von Monstern angegriffen? Das Schöne ist ja, jetzt haben wir dann auch noch Bosskämpfe. Da freue ich mich jetzt schon wie ein Schnitzel. Weil ich momentan noch nichts gegen die Viecher ausrichte. Vor allem, ich habe auch gemerkt, Twilight wurde überarbeitet. Also zum Beispiel mit dem Rapier mal jemanden schnell mal wegmachen. Das kannst du vergessen. So, aber wir wären hier. Und wir haben das erreicht. Und wir kriegen einen Silky Jewel. Beziehungsweise wir nehmen uns einen Silky Jewel. Denn ich habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich? Was mache ich? Ich habe gesagt, auf die Picke, ja, ist interessant, weil kann ich mir meine Steine nebenbei machen. So, bis mir noch eingefallen ist, ey, Drake, pass mal auf. Wir spielen hier ein Modpack. Da wird es doch bestimmt auch eine Möglichkeit geben, eventuell an Cobblestones ranzukommen, wenn ich mal keinen Bock habe, mit der Picke zu arbeiten oder mit dem Hammer. Ja, natürlich wurde ich sofort bestätigt, denn es gibt sowas. Ja, aber wir schauen mal. Denn Cobblestone. Also man kann es natürlich auch durch einen Forgehammer mit dem Stein durch und kriege alle 0,5 Sekunden. Also geht auch, aber es gibt einen Rockbreaker. Und diesen Rockbreaker. It's free, place lava on site. Also das heißt, wenn ich jetzt dann das Lava reinpumpe, da steht nämlich nichts von, da steht bis jetzt nichts von Wasser. Dann kriege ich Kabels raus. Muss ich testen? Wenn wir testen. Aber ist natürlich eine super Möglichkeit. Also nehme ich meinen Hammer, der wohl schon mal eine gute Geschwindigkeit hat. Hab nämlich auch erst vor kurzem meinen Modifier bekommen. Und wir gehen jetzt dann von 0,2, nee, von 19,92 auf 19,12. Wow. Also 0,8 weniger. So, und ab jetzt stellt Drag Steine her. Keine Kabels. Und das ist schon mal für uns wichtig, weil ich brauche das hier. Ich brauche das hier. Ich habe meine obere Decke besteht aus, nee, nicht die. Gehen wir da weg. Diese Decke hier besteht aus Stone Bricks. Die hier bestehen aus Stone Bricks. Also ich habe so viel Zeug, was aus Stein besteht. Ich habe die White, ich habe die Small Bricks, also alles Stein. Ja, dann bauen wir gleich Stein ab, dann kann ich das auch dann auch gleich verwenden und deswegen auch in den Drawer das nötige Zeugs. So, dann habe ich jetzt erst überlegt, wie mache ich das jetzt hier? Denn wir müssen ja nach oben. Also das heißt, wir gehen jetzt dann hier rein. Ich weiß es noch nicht wo. Ich hole mir jetzt erstmal ein paar Blöcke. Das ist sehr schlimm hier. Ja, wie gesagt, Java wird eher an den Feldern draußen sein. Da kann man nämlich auch mal
die Seite nach oben drehen. Das geht bei den Drawern nämlich nicht. Also. Ich schließe jetzt mal so eine kleine Wette ab. Gehe jetzt dann nach oben, grabe mich nach unten und danach habe ich so viel Dirt dabei, dass ich eigentlich keinen einzigen gebraucht hätte. So ist Drag. Ja. So, aber wir brauchen aus der Abteilung mal zwei Rucksäcke. Ich nehme den Forestry auf jeden Fall auch mit, falls ich noch irgendwelche Bäume weghauen muss. Ich bin auch momentan dabei, für mich Tinkers immer mehr zu verstehen, damit ich mal auch vernünftig erklären kann, was man wo nimmt, um vernünftig Werkzeuge zu bauen. Also Damaskus Stahl Modifier mal 5. Also, da brauche ich fast nicht mehr überlegen, was das bedeutet. Also, der ist auf jeden Fall, das wird unser Hauptrod mal 5. Auf jeden Fall bis MV. Oder LV. LV. LV müsste ich den schon. Nein, ich brauche den bei MV. Okay, das ist dann MV. Dasselbe ist auch. Vanadium. So, wenn man sich das mal hier anschaut, ne? Mining Speed 18. Mining Speed 6. Also das heißt, ich verdreifach. Ich glaube, Alumite ist noch mit das beste Material für Platten. Hat auch, soweit ich weiß, ja, und dieses Material wird jetzt leider hier nicht angezeigt. So, schauen wir mal, ob wir es hier finden. Ja, und ich weiß, ich stehe gerade, und dann hat man hier auch einen Mining Speed von 7,9. Also man wird noch ein bisschen schneller. Ja, wenn man sich das hier anschaut. Ah, nee, ich habe die sogar schon drauf. Oh, Drag war fleißig, stimmt. Hat Reinforced 2 drauf. Stimmt. Also das heißt. Ja, vielleicht tauschen wir sogar noch eine aus. Ich muss das mir anschauen, wie ich Obsidian. Bei Obsidian hat er die Möglichkeit, eine Reinforced 3. Denken tut das nicht, aber ich glaube, er mag eh dann automatisch auf die 3 halten, was besser ist. Ja. Und wie gesagt, ich habe jetzt halt auch eine Möglichkeit, dass ich mal Fenster wegmache oder was anderes, was halt nicht kaputt gehen soll. So, dann haben wir hier noch das da und das da. Wir gehen nach oben. So, dann habe ich gesagt, hier genau, hier hinten ist meine Kreuzung. Ich muss ja so dran denken. Ich möchte ja auch in diesem Junk so rauskommen, dass wir auch noch einen Weg haben. Der Weg ist 3. Unten ist dasselbe. Deswegen Forestry Rucksack.
kannte mich. So, dann haben wir hier mal wieder 1000 Stück. Deswegen wächst wieder bestimmt vorne nichts. Also PS, ich hatte hier alles abgeerntet. Es ist trotzdem wieder alles nachgewachsen. Aber das ist auch nicht schlecht. Also wie gesagt, das wird jetzt dann auch meiner nächsten größeren Umbauarbeiten für mich, dass wir jetzt endlich mal den Mittelbereich ein bisschen hinkriegen. So. Und wir machen alles weg. Wird auf jeden Fall spannend. Denn wenn es dunkel wird, ne, und ich habe natürlich noch offen oder gleich rot, wird es noch lustiger. Und meine Armbrust ist noch nicht so stark. Wobei, da habe ich auch schon die ersten Sachen im Kopf auf jeden Fall. Ah, genau. Drag, 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 drag. Du musst aufhören zu bauen. Du musst nämlich noch was Wichtiges bauen. Bevor die Zeit um ist. Erstmal ein bisschen Dirt hier. Genau, dass das Magen aufräumt. So. Eine Bowl of Rice. Na Gott sei Dank ist es im wahren Leben nicht so. Da würde ich ja traurig sein, ne? Wenn du dir so am besten so 125 oder 250 Gramm Reis reinpfeifst, ne? Und dann sagst du, ja, das war ganz gut. Davon jetzt noch 8. Genau. Oder was ich jetzt auch mittlerweile gelernt habe, den Jasminreis. Also das ist der für die, wo sich mit dem Reis nicht so auskennen, wo vor allem Asiaten verwenden, der wo so schön klebrig ist. Der stopft noch mehr. Darum kriegt man da auch immer so viel, weil der stopft einfach nur. Da bist du bei All You Can Eat ganz schnell satt. So, genau. Also, wir gehen jetzt noch mal hier hin. Ich glaube nur nicht, dass der schon hier dabei ist. Der taucht später auf. Aber ich habe ja hier nicht umsonst Anti-Money Dust gebastelt. Sondern Drag macht Sachen mit Hintergedanken. Mixer. Und zwar, wir müssen jetzt Anti-Money Dust nehmen und in den Mixer schmeißen mit dem Circuit Nummer 1. Und ein bisschen Blei. Und es ist mir egal, weil da können wir auch gleich mehr reinschmeißen. So, dann heißt es jetzt, wir haben, tada, Battery Alloy. Mehr Battery Alloy. Gut, dann Charcoal haben wir auch. Ja, Drake ist fleißig und macht auch immer wieder mal Eisen. Hat auch, Drag war in der Hinsicht auch fleißig, denn wenn man mal so drauf schaut, aber also so früher, also ich bin der Meinung, ich hatte Erz, Erzadern, die waren größer als dieser Bereich hier. Also vielleicht nicht komplett in der Breite, aber in der Länge. Also das ist jetzt nicht mehr so. Die sind jetzt so 2 Chunks um den Hauptchunk rum. Also auf jeden Fall der hier, Diamanten, den haben wir ja selber hier rausgepflückt. Der Mineralsand ist auch draußen und den Garnetin da hinten habe ich auch rausgeschmissen. Ja, weil wir müssen jetzt da mal auch langsam leer werden. Denn die Sachen sind im Weg. Und darum heißt es ja auch immer schön Schnelligkeit. So, denn wir wollen als nächstes machen das da. Und dafür brauche ich jetzt ein Zimtkabel, 3 Milliarden Werkzeuge.
Das geht leider nicht. Polyethylen. Würde ich gerne, habe ich nicht. Also, dann haben wir, ja genau, eine Fassbatterie. Schmeißen wir auch gleich was rein. Was ich gleich mehr machen. Ach komm. Ist doch egal. Die Quest können wir sowieso nicht abschließen. Machen wir gleich zwei. Denn dann macht mir das auch nichts aus, dass ich jetzt eine Engine hier weniger habe. Okay, ich müsste die Dampf vielleicht noch anschließen. Aber die Batterie fängt dann im Arc Furnace auch ziemlich viel auf. So, auf die eine warte ich noch. Gut, dann heißt es jetzt, du gehst da rein, du gehst dahin und wir machen uns zwei Battery Hulls. Was ich beim normalen, also rausnehmen, also habt ihr ja vorhin gesehen, Animani. War kein Problem. Also da bin ich der felsenfesten Überzeugung, wäre kein Problem gewesen, das rauszukriegen, was ich brauche. Lithium ist ein ganz anderes Ding. Ich glaube, ich habe da auch 40 Stück, 40, 45 Stück durchgejagt. Ich habe bekommen 5. Klar. Auch hier 24, fehlen noch, sagen wir mal, 24. Dann wäre es vielleicht auch aufgegangen, aber die hatte ich halt nicht. So, aber ich habe Gott sei Dank noch gerade die wo wir brauchen. So, wir haben jetzt hier die Canning Machine. Da kommen jetzt die zwei Batterien, Hülsen rein. Und dann schmeißen wir mal das Lithium rein. Wir brauchen kein Kobalt. Und nein, das war keine Idee. So. Und wir haben jetzt hier mal schön brav eine Small Battery. Und dann hätte ich mal gesagt, schmeiße ich mal dich in die Assembling Machine. Dann lad du mal. So, und wir gehen jetzt hin. Wir haben ja hier ein Item Dislocator. Wie gesagt, Drake macht Samen zu Sachen, die sogar Sinn ergeben. So, und jetzt ist auch damit vorbei, weil das Ding muss nämlich nicht geladen werden wie der von Ender.io. Ich finde den fünfmal stärker als den von Ender.io. Kann vielleicht sein, dass Ender.io eine längere Reichweite hat. Reicht mir. Reicht mir voll und ganz. Und wir gehen mal schnell nochmal hinter und holen noch schnell mal den roten Rucksack. Wenn wir den ja auch gleich brauchen. Aber bei den Steinen weiß ich jetzt schon, was auf die eine Seite da kommt. Ich habe schon festgestellt, ich werde 4, 8, 12, 16, doch die 4 hoch. Das heißt, ich habe dann genau meine Farben da drin. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das mit dem Clay ganz mache, weil so, ganz ehrlich, mit dem Clay anfangen mit Vieren, das ist ein guter Joke. Kann ich schon mal anfangen, mir viel Gold zu holen. Und wir sind mal wieder pünktlich zum Nachtwerden oder Feierabend heraus. So. Also. Gehen wieder rüber. So, jetzt sind wir auch hier in dem Ding angekommen. Ach, ist das nicht schön? Es klimpert auch wieder so schön. Ich habe auch schon gesehen, dass man das abstellen kann. Ich habe es auch gemeint. Ich habe es mal eingestellt, dass ich es ausmache, aber so weiß man wenigstens, dass alles aufgesammelt wird. Und man braucht sich keinen Kopf mehr machen. Aber gar keinen.
ob man jetzt das ganze Zeug auch wirklich eingesammelt hat und muss dann 5000 Mal hin und her laufen. Dass man am besten gleich 14 Essen braucht, nur um seine ganzen Blöcke abzubauen. Da bringt er jetzt einen weiter. Ich merke gerade, ich mache hier gerade eine Hühnerfarm auf. Ah, schön. Nächsten. So, dann haben wir da hinten noch einen. Und Magneten haben Vorteile, Magneten haben Nachteile. Sie sammeln nämlich alles auf, egal ob man es will oder nicht. Okay, man kann ihn aufstellen. Er hat auch noch den Nachteil, ich kann ihn, glaube ich, nicht in einen Slot stecken. Ich habe aber noch nicht probiert, ob das geht. Sekunde. Nein, das geht auch nicht. Funktioniert. Haben wir doch freie Hand. Zusammen probiert, zusammen funktioniert. Ja. Ich war dann, glaube ich, jedes Mal, wenn ich auslogge, erstmal raus tun, dass er beim nächsten Mal einloggen weg ist. Der ist teuer. Der kostet richtig Stahl. So reich sind wir noch nicht. Also, sind wir schon mal bis dahin gekommen. Ja, das meine ich jetzt nämlich zum Beispiel, ne, das Hühnchen gibt mir jetzt die ganze Zeit Geschenke, egal ob ich es will oder nicht. Nettes Hühnchen, aber ich will keine Geschenke. So. Lass dein Federkleid behalten und deine Nachkommen auch. So. Also, dann haben wir ja jetzt als Standardhöhe. Er hüpfte gerade nach oben, um wieder nach unten zu hüpfen. Das ist typisch ich, ne? Genau. Aber ich muss das auch wegmachen. Und jetzt versteht er auch, warum das Lager immer dann wichtig ist. Also ich bin ja wirklich jemand, der zuerst sozusagen das Zeug baut, ne, das wo er dann aufräumen will. Genau, geh du mal nach unten. Scheiß mir meine Gänge voll. Hat er nicht laut gesagt. Doch, hat er. Ich würde mir gerne ein goldenes Lasso bauen. Ich habe sogar schon auf so ein Enderman mit meiner Picke draufgehauen. Will nicht. Ich keine Enderperle. Ja, ich könnte es mit der Schmelze machen, aber dafür brauchen wir jetzt sozusagen diese Arbeiten hier. Denn, genau. Schau dann nämlich gerade wegen immer auf die Uhr. Weil wir möchten es. Achso, ich bin schon wieder viel zu weit. Okay, weil wir kommen jetzt dann hier sozusagen hoch. Also ich will jetzt dann hier hochkommen. Dann hätte ich gesagt. Nee, der schließt komplett ab. Hinten haben wir einen mehr. Dann hätte ich gesagt für mich. Also machen wir hier den Weg. Genau, dann haben wir hier mal schon einen Weg, um dann nach hinten laufen zu können. Ja, weil das ist ja unser Hauptgang. Den haben wir unten und dann auch oben. Brauchen wir nicht fünfmal. Dann könnte es sogar sein. Nein, dann ist es so. Dann werde ich nämlich
Ja, man sieht ja schon ein bisschen was. Ich habe schon gesagt, dass das Konstrukt, ja genau, zeigen wir mit dem Finger auf den Monitor, sehen Sie bestimmt alle. Dieses Konstrukt da oben finde ich gar nicht mal so schlecht. Kennt man auch, glaube ich, von, oh Gott, welche Science-Fiction-Filme oder fallen mir jetzt gerade ein oder Spiele, die so ähnlich ausschauen, die wo auch so ein Dreier-Teil haben. Babylon 5, glaube ich. Ne, die haben zwei, nicht drei. Aber auf jeden Fall, dieses Konzept wird auf jeden Fall auch mit rüber wandern, aber das wird dann über zwei Chunks laufen. Wenn es mal hier irgendwann alles schön brav und sauber ist. So, genau. Dann habe ich jetzt dann hier meinen Weg. Dann kommt es dann hier nochmal ein Weg drauf. Also mit den Steinen. Und dann gehen wir dann nach hinten. So, und dann geht mal schnell Drake runter und holt mal die besagten Steine, wenn wir noch welche haben. Weiß auf jeden Fall, dass ich genügend Steine durchgebrannt habe, weil ich musste das Zeug ja da hinten wegkriegen. So, dann hätte ich noch gesagt, wir brauchen noch mal Carpenters. So, Carpenters kann man machen mit zwei Schrauben und zwei Woodframe-Boxen. Schrauben habe ich ein paar. Ja, das andere habe ich nicht mehr. Scaffolds habe ich auch noch gemacht, genau. Bin schon ein bisschen wieder vorausgealtert. Ich merke das schon wieder. Ich weiß, ich bin böse. Aber das dauert einfach nur Zeit. Und wir brauchen. Ich will zwei Stacks von dem Zeug haben. Ja, und den ersten Stack haben wir hier. Und der zweite fängt jetzt dann an. So, und jetzt habe ich noch Carpenters Blöcke. Kann man die in die Cutting Maschine schmeißen? Jawohl. Und dann bekommt man vier Stück raus. Das ist doch super. Arbeit mal. So, du kommst auch raus und du arbeitest auch mal. Kann man Scaffolds machen. Sind auf jeden Fall mehr, als wenn ich sie, glaube ich, säge. Richtig? Sägen einer ist zwei. Schneiden sind es vier. Genau. So, und dann nimmt man ja die und schaut an. Das geht auch. Da kriege ich einen raus, da kriege ich wieder vier raus. Aber da schmeißt der Drake nur mal die Hälfte rein. Denn kann mir auch zwar keiner erklären, aber ist egal. Weil ich Schrägen auch noch mal brauchen werde. Ja, wobei die Schrägen mache ich eigentlich meistens alle über den Mod, weil wie gesagt, Carpenters war früher auf jeden Fall sehr laggy, wenn man sehr viele verwendet hat. Jetzt momentan will ich es erstmal nur so weit verwenden, wie es ich auch verantworten kann und vor allem, wenn es der andere nicht hat. Beziehungsweise, wenn es einigermaßen vernünftig ausschauen soll. So, dann gehen wir wieder nach rüber. Das heißt, ich komme schon mal hier an. Ich bin da sogar dann, oder? Nee, ich bin, glaube ich, jetzt schon auf der richtigen Höhe. Total toll. Habe ich den übersehen? Jetzt nicht mehr. So, das heißt jetzt für mich. Wie gesagt, das Spannende ist, und wenn ich halt auch irgendwann merken sollte, dass ich zu viele Kabels brauche, es ist im Moment oder ist es mittlerweile kein Hexenwerk mehr, sich noch einen zweiten Hammer zu bauen und den auch nebenbei ein bisschen hoch zu leveln.
Will ich aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht. Und man sieht gerade, ne, also wir kommen hier raus. Und es sind schon wieder 10 Minuten rum. Aber wenigstens Erklärbär noch ein bisschen machen. Was ich so, was bei mir jetzt gerade so wegen den Kopf rumeiert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, mit die seitlichen Straßen kann ich sozusagen bauen, weil die Mitte nicht, weil die muss ich raushauen. So, und jetzt sind wir sozusagen im Nachbar-Junk. Ja, also die Kreuzung haben wir da. Da gehe ich dann, beziehungsweise da will ich jetzt dann schön brav sozusagen in der Kreuzung nochmal eine Kreuzung machen. Erkläre ich, wenn ich unten bin und nicht hier oben. Genau, aber wir wollen jetzt dann auch ja sozusagen runter marschieren. Vielleicht sollte ich noch ein paar Blöcke weitergehen. Gut. Das ist klar. So, dann heißt es jetzt erstmal abwärts. Schauen wir mal, wo wir rauskommen und ob das alles so funktioniert, wie ich sie mir gerade im Kopf irgendwie vorstelle. Wird jetzt irgendwas bestimmt nicht klappen. Aber wir probieren es einfach. Okay, dann hätte ich gesagt. Ja, das war super. So, dann sind jetzt schon mal die Blöcke auf jeden Fall. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Schuhe mag. So, dann kommt hier Erde sneaken, aber weil sonst, ja, baut man das nochmal drunter. Nochmal sneaken. So, okay. Ja, mein Problem ist jetzt eigentlich fast schon das. Hier kommt die Wand hin. Das heißt, eigentlich müsste dann hier ist der Gang hin. Machen wir mal schnell so. Ist auch nicht gerade die langsamste. Ja, ich muss halt aufpassen. Aber, ja doch, das könnte gehen. Das könnte funktionieren, was ich gerade im Kopf wieder habe. Und zwar, das heißt jetzt, ich komme jetzt hier an und bleib hier oben. Bleib hier drei oben. Es gibt noch eine andere Seite. Das ist dann das andere drei. So, dann gehen wir hier hin. Dann nochmal den da. Und genau, dann komm ich jetzt dann hier raus. Dann heißt es jetzt bei mir, ich komme jetzt hier an. Genau. Das muss ich jetzt wieder wegmachen. Dann haben wir hier einen Zweier. Dann habe ich jetzt mir hier meinen kompletten Weg und kann dann hier nach oben gehen und kann dann sozusagen irgendwann in den Wohn-, Küchen- und sonstigen Bereich marschieren, der wo dann da vorne sein wird. Genau. Bis irgendwann auch vorne ein Aufzug ist, dann haben wir. Aber jetzt haben wir natürlich keine Steine mehr. Ich leih mir mal kurz welche aus.
So, das heißt jetzt, du kommst jetzt da auch hin. Dann gehst du jetzt hier wieder runter. Und das ist jetzt dann sozusagen der Abschnitt, der dann auch in die Ebene langsam nach unten führt. Weil wir sind ja jetzt dann hier ja schon in dem Chunk nach dem Lager. Ja, darum, das wird auch so Art Gang. Ich habe schon gesagt, für mich, ich muss da nochmal gucken, wie ich hier diesen von Tinker, glaube ich, Tinker Artworks oder wie der wieder heißt, da gibt es ja so Blöcke, die hat früher eine Bridge gehabt. Oder heißen die sogar Bridge-Blöcke? Genau, die Drawbridge. Weiß noch nicht mehr, ob das jetzt dann wirklich so eine wenn die so ausfahren kann oder nicht, ich weiß es nicht mehr. Früher war ich der Meinung, hat sie mal gegeben. Dann könnte man vielleicht damit arbeiten, dass man sagen kann, okay, ich könnte sogar einen Gang geradeaus machen, aber wie gesagt, das soll jetzt eigentlich hier nach unten führen, damit ich dann da in meinen nächsten Bereich komme. Weil wir müssen jetzt dann richtig schön runter, weil da kommt jetzt erst einmal, okay, Lager nicht, aber unter allen anderen Bereichen kommt jetzt dann erstmal eine mindestens 3 oder 4 hoch. Eine Kabelebene. Ich bin immer noch der Meinung, ja doch 4. Dann hat man nochmal einen Dreierboden. Und dann geht es ja richtig los mit den ganzen Maschinenparks. Und das ist jetzt genau das, was es dann hier peu à peu entstehen wird. Genau. So, das heißt, wir kommen jetzt dann hier an. Das geht dann hier weiter. Ja, also, ja, es geht aber auch nicht anders. Ja, doch, es geht schon anders gehen. Ich könnte, vielleicht verschiebe ich es auch nochmal um 1 oder 2. Das müssen wir gucken, weil dann bin ich doch ja schon sehr nah an der Mauer dran. Kann man ja aber auch nach oben machen und dann geht man halt nochmal einen höher. Das ist ja auch kein Ding, ne? Muss ich mir aber genau mal durch den Kopf gehen lassen. Wenn wir das dann machen. Das könnte sein, dass es in einer Speed-Folge dann so weitergeht. Kann es euch aber leider momentan immer noch nicht versprechen. Wie gesagt, immer noch massive Probleme Festplattenkapazität. Ich hoffe, dass das endlich bald weitergeht, dass man abschalten kann und dass dann auch bis dahin die mehr Kapazität da ist. Genau, dann bauen wir hier noch zu. Und ich habe noch 1,5 Minuten Zeit. Ich wollte zwar kürzer machen, ich weiß, aber ihr kennt mich. Macht er nicht. So, wir räumen mal schnell. Uah. Da bin ich zu früh abgebogen. Wir räumen mal schnell da ein bisschen was noch auf. Also da werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein Upgrade reinschmeißen. Wie gesagt, das Lager wird sich jetzt immer mehr mit Drawern füllen. Vor allem mit den Sachen, die wo man mehr als ein Stack haben oder wo ich weiß, das wird auf jeden Fall in Zukunft mehr. Alles andere kommt erstmal in Kisten hin. Das können dann, wie ich das genau mache, weiß ich aber auch noch nicht. Genau. Und zwar, ich wollte unbedingt noch machen. Ich brauche 4 Sticks. Die waren hier. Genau, ich brauche ein Leder. Und ich glaube, ich brauche auch ein String. Das war bei Stone Age, glaube ich, drin, ne? War das noch früher? Noch früher?
Noch früher. Genau, vier Strings brauchen wir auch noch. Die sind aber vorne. Und die Felder muss ich auch noch machen. Ich weiß, ich muss die Basis noch machen. Wir haben reichlich zu tun. Mir wird es nicht langweilig. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier von vier. Und ich brauche noch 9 Leder. Genau. So. Einen Table habe ich noch da. Habe ich Gott sei Dank noch nicht rausgeschmissen. Da oben ist der Wooden Spear. Und jetzt hat er uns den Wooden Spear gezeigt. Den hat er doch schon gebaut. Ja, stimmt. Aber wenn ich jetzt dann hier U drücke, geht es weiter. Und zwar, es gibt ein Stone Spear, es gibt ein Iron Spear, es gibt ein Gold Spear und es gibt ein Diamant Spear. Ein Diamant braucht man Stahl für einen goldenen. Wobei ich das traurig finde, für einen goldenen, wo du 32 in der Durability hast, brauchst du Alu. Nicht, ja, vielleicht für eine Quest, aber sonst den ich nie bauen, aber wir brauchen noch zwei Stahlschrauben, ein Iron Head. Könnten wir eigentlich, habe ich noch eventuell zwei Sticks da? Nein. Muss ich nur schnell gucken, habe ich da draußen noch Eisen drin? Ich habe Blut drin, ich habe Aluminium drin und ich habe Aluminium Brass drin. Nein, habe ich nicht. Gut. Lass mal auch erstmal dabei. Ich höre da was klappern. Also mittlerweile bin ich ein bisschen stärker, Jungs und Mädels. Also, das könnt ihr mittlerweile abschwinken. Und vor allem kommt noch ein paar Mal öfters, dann geht es noch schneller. Bitte drum. Gut. Ich brauche für den nächsten, was haben wir gesagt? Zwei Eisenschrauben. Ich brauche eine Säge und ich brauche ein Stone Arrowhead. Ja, war ja klar. Zehn Stück, das reicht. Ich bin der Meinung, das war das vielleicht drei oder war das wirklich nur einer? Ich weiß es nicht mehr. Oh, da haben wir ja auch noch einen. Ich glaube, die brauche ich momentan gar nicht mehr. Also du kommst dann wo ganz anders hin. Hier ist schon alles voll. So, wir wollten hier rein. Und zwar, ich brauche hier meinen Stein. Ich brauche den Arrowhead. Wir brauchen wirklich nur einen. Dann brauche ich ja, Huhn, geh weg. Moment. Das weiß, wann es flüchten muss. Aber so weit kannst du nicht flüchten. Essenszeit. Gibt Ton. Und zwar, ich brauche. Genau, ich brauche noch Eisenschrauben, habe ich gesagt. Ich habe doch noch einen Rod übrig. Richtig, richtig, richtig. Gut gemacht, Greg. Auszusehen ist richtig hier. Könnte mich dann bestimmt schon wieder feigen, weil ich bestimmt wieder was vergessen habe. Was ich euch auch noch unbedingt zeigen oder machen wollte, damit wir weiterkommen. Aber wir sind jetzt, wir sind, also ich brauche nicht mehr meckern. Also wir sind ja schon in einem Niveau angelangt. Ja, MV wäre jetzt noch prickelnd, aber dass wir dann noch Verbesserungen hinkriegen. So, das heißt, wir haben jetzt noch eine Quest abgeschlossen. Without Dying.
Der ist hier. Die lasse ich erstmal weg. Das ist einfach nur zu Spam. Magnalium. Aber da brauche ich, soweit ich weiß, ein EBF dafür. Ne, da sind wir beim Eisenspeer. Und man sollte immer. Ah, okay. Dann geht's natürlich. Ja, klar. Dann geht es natürlich nicht mehr. Wir können es nochmal probieren, ob hier irgendwo. Also nein. Aber ist auch egal. Schmeißt mal halt einfach hier rein. Aluminium Gravel kann ich gleich mit rausnehmen. Und auch mal durchjagen. So. Genau. Weil das wird jetzt nämlich wirklich Prio 1 Arbeit und die Felder draußen. Denn wenn wir hier runtergehen können, beziehungsweise da doch runtergehen können, weil es wird auch Zwischenebenen geben hier. Weil hier kommen die Koksöfen rein. Hier kommen auch Zwischenprodukte rein. Weil das muss jetzt nicht alles schön brav jetzt noch getrennt sein mit Kabelebene. Weil die kann ich auch in der Wand verstecken. Ne? Wir haben hier Platz. Und darum wird es das dann wichtig. Also das heißt, wir müssen diesen Chunk dann noch sauber ausheben. Und wir werden das vorne definitiv auch noch sauber machen. Genau. Und dann habe ich mich jetzt dann doch entschieden, weil es könnte dann sogar eine extra Folge sein oder der Anfang der nächsten Folge ist etwas, ja, schneller für euch. Denn dann mache ich dann doch eine Zeitaufnahme, weil das wird, wie gesagt, auch wichtig, welchem Basebau und so weiter und so fort. Und das sollte ich nicht off Screen machen und dann erkläre ich auch beim nächsten Mal, was ich mir dabei vorgestellt habe. Und wie gesagt, und Felder, die passieren auch. Und genau, nur dass ihr es weißt, ihr wisst, und zwar dieses goldene Lasso. Nein, Greg, so viel Zeit muss sein. So viel Zeit nimmst du dir. Also wenn das Ding hoch genug ist, ich schmelze. Irgendwann. Und die hat kein Dach mehr. Das nicht schön? Also die stehen dann unten, meine ich, und hat dann sozusagen ein Dach dann überm. Einfach so drin. So. Kommst du da rein? Dann dürfte eigentlich nichts passieren, hoffe ich. Ich glaube nur nicht, dass ich jetzt da habe ich da eventuell ein Ei drin. Chicken, Pig, Sheep, Iron Golem, Ocelot. Nope. Das heißt, wir gehen immer schnell ins Lager. Und wir gehen mal schnell zum Münzenschrank. Zu dem da habe ich aber noch nicht so viele. Zu den Coins, Coins, Coins. Und dann gibt es hier nämlich einen Enderman. Ah, ich habe doch schon welche gemacht. Ich weiß noch nicht mehr wo. Vielleicht finde ich es jetzt mit denen. Jetzt haben wir vier. Halt, Drake, bevor du das machst. Und zwar für die Enderperlen brauche ich einen Casing, und zwar das Pan-Casing. Das Pan-Cast. Nimm das mal sicherheitshalber mit, weil ich habe da mal die Vermutung, das hast du noch nicht gemacht.
Weil sonst wird es ein bisschen doof, weil es ist halt wirklich einfacher, mit dem Lasso zu arbeiten für die da unten, als wenn ich jetzt mit denen Gassi gehen muss. Kann ich sie nämlich mal schnell wegräumen. Das ist jetzt meine Intention dahinter. Wir schauen noch mal schnell rein. Nein, habe ich nicht. Gott sei Dank. Soweit mitgedacht, dass mir also noch ein bisschen Lava. Halt. Weg, wo sie Eier suchen gehen. Ja. Und ich vermute, wir sind näher an Weihnachten dran. Und hoffentlich noch nicht drüber. Ach, da oben hatte ich sie. Ja, die waren zu dunkel, die habe ich nie gesehen. Ich hoffe, dass die jetzt nicht rausporten. So. Bitte nicht da oben hin. Ja, er hat sich rausgeportet. Super. Weil er falsch gespawnt ist. Muss ich dann doch mal den noch mal wegmachen. Und dann machen wir hier noch mal eine Wand, eine komplette Wand drüber. Weil es heißt immer so schön, die dürfen den Himmel nicht sehen. Jetzt sehen sie keinen Himmel mehr. Gleich wird es dunkel, dann sehen sie gleich gar nichts mehr. Gut. So, Freunde. Ja, dass ich mich da jetzt nicht hinlegen kann, müsste mir eigentlich auch klar sein. Am besten, nein, aber ich habe keine Blubberblasen gesehen. Das heißt, der ist nicht unsterblich. Die haben nur gut Leben. Tschüss. Und vielen Dank für Ihre Spende. So, wir haben jetzt 1250 Stück drin. Jetzt gießen wir das mal da rein. Und et voilà, wir haben eine Enderperle. Ist das nicht schön? Ich finde es toll. So, da werde ich immer wieder mal welche machen. So, 1250, ich glaube 250 brauche ich für eine Perle. Das heißt, wir haben jetzt durch die zwei 5 Stück bekommen. So, und bevor ich es vergesse, das heißt jetzt dann, ich brauche das im Assembler. Mit Fine Gold Wire 4 Stück. Es war ja klar, dass es wieder Sachen, aber ich glaube, ich könnte noch ein Goldkabel haben. Wenn ich mach mal schnell welche. Ist auch kein Ding. Sagte er und hatte kein Gold mehr. Dann drückt mal die Daumen. Ich habe jetzt halt wirklich kein Gold mehr da, ne? Gott sei Dank, hier noch eins. Schüsselchen muss ich auch noch aufräumen. Vielen Dank. Oh. Und nein, ich stelle es nicht um, sonst vergesse ich es wieder. So bleibt mal sicherheitshalber da. Oh. Da ist jemand leer gelaufen. Die Batterie gleich mit.
Halt, nach hinten gehen. Ich muss die hinteren Tanks auch wegkriegen. Wow, drei Stück. Danke. Das weitere sechs Stück. Kann ich noch das Wasser hier rein? Dann haben wir noch ein wenig mehr. Gut. Und ich wundere mich schon, dass er immer noch nicht fertig ist. So, also, und jetzt heißt eine Enderperle und vier davon. Geht einigermaßen zügig. Das ist das Schöne. Zu dem Ding gibt es nur eine wichtige Info. Wenn sich nichts geändert hat. Also momentan ist es wirklich nur aus dem Gedächtnis gedacht. Aber ich vermute mal, wenn ich jetzt mich eines Zombies nähern würde, würde er normalerweise, kann man das ja, glaube ich, auch nur mit einem normalen goldenen Lasso einfangen. Wir spielen aber GTNH. Da geht das nicht. Ja, also das heißt, ich kann jetzt friedliche Mobs, kann ich jetzt rumtragen. Aber böse Mobs, dafür braucht man dann, soweit ich weiß, MV und zwar dieses Seelenglas von Ender.io. Und mit dem kann man dann schön anfangen, auch die bösen Mobs mitzunehmen. Die sind dann vor allem interessant, wenn man halt jetzt zum Beispiel irgendwo Endermänner oder was findet, die halt fast unsterblich sind, dann kann man sich da Blut, wie heißen sie, Schmelzen bauen. Oder man baut sich dann halt mit den Endermen, kann man da halt auch schöne Sachen machen. Genau. Da sind wir erst beim HV. Ich glaube, muss ich eine Sache gucke ich noch. Und zwar mit den Ender Pearls Plate. Im Assembler. Jeden Elevator. Brauche nur eine Aluminium Framebox. Genau. Also das heißt, wenn wir so weit sind, dass wir den EBF haben und den Electrolyzer und den Extruder in MV, werden wir anfangen, auch Aufzüge zu bauen. Dauert noch ein bisschen. Ich weiß. Aber wir sind auf einem guten Weg. So, genau. Jetzt werde ich mal mein Inventar noch aufräumen, weil schaut aus wie nochmal was. Und dann gehen wir mal los, machen davon ein bisschen sauber, tun die Tierchen. Ich werde die erstmal alle zu den Kühen mit reinstopfen. Das ist ein wenig voller. Freuen Sie sich, haben Sie ein wenig Gesellschaft. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter nach den Feldern und der Base. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.